Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play NBA 2K23. Und in dieser Folge stehen die nächsten fünf Partien natürlich der Regular Season wieder an. Und zwar haben wir einmal die New York Knicks, die Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers und die Utah Jazz. Und ich entscheide mich diese Folge einfach mal für die Knicks und Jazz. Denn Pelicans, ja, ist mit 10-5 einer der stärksten Gegner, die wir hier haben können. Aber ich will einfach mal auch eine entspannte Folge versuchen. Ich hoffe es zumindest. Und die Pelicans, die kriegen wir auch noch später im Jahr nochmal. Müsste auch hier, genau hier in der Woche sein. Und dann werde ich sie da wahrscheinlich nehmen oder hier auch kurz vor Ende der Season haben wir sie nochmal. Also wir werden noch genug Chancen haben, gegen die Pelicans zu spielen. Und deswegen habe ich mich in dieser Folge auf jeden Fall dafür entschieden, New York Knicks und die Utah Jazz zu nehmen. Und ich sage, wir sehen uns gleich beim Tip-Off gegen die Knicks. To start the weekend in style, we welcome you to Friday Night Basketball on 2K Sports. This is Brian Anderson. Joining me, analyst Richard Jefferson and Grant Hill, and reporter Ali LaForce. Now that we're into November, let's see how the Eastern Conference standings are shaken out. You take a look at New York, right now fifth in the division, right in the middle. You know, for the Knicks, they've stayed within arm's length of the conference leaders. That in itself is an accomplishment at this point in the season. But it's something we expected. This team was built to compete with anyone. And we have a minute to catch up with our reporter. What do you have for us, Allie? Thanks, guys. Julius Randle became an all-star in New York, but it was back in New Orleans that he found a stroke. The coaches told him, let it fly, and he said, quote, that's all I needed to hear. This league is about opportunity, confidence, and mindset. Those things came in all at once in New Orleans, and I was able to build on that. Brian? Thanks, Ali. And if your team is starting out slower than anticipated, how do you prevent frustration from setting in, Grant? That's a tough one. I mean, the trick is to try to stay even keeled. It's such a long season. You're gonna have highs and lows. Just treat this like any other low point at any other time of the year. It should pass. And now the opening lineup for New York. At the four and the five, it's Randle and Robinson. Fournier the two, Barrett at the small forward, and it's Brunson in at the one. And for the Warriors. Und los geht's. The dynasty all on the floor. Gegen die Knicks. Curry and Clay, the guards, with Draymond up front at awesome the four. Chase Kevon Center. Out there with Andrew Wiggins. Now here's Brunson. Und Brunson am Ball mit dem ersten Angriff. Und nicht den ersten Punkten, das ist schon mal gut. Curry against Brunson. Here's Thompson. Und da ist Clay. So, die Knicks. Ja, die erste Folge, die letzte Folge war ja auch ein Spiel, war okay. Das andere, ja, war ein Krimi. Bis zum Ende und mal gucken, wie diese Folge wird. Das ist der Gegenangriff von den Knicks. Und der geht aber nicht. Oh, und da haben sie mich zweimal. Und jetzt haben sie ihn. So, Looney. Wiggins. Und das könnte. Ja, Punkte. That would be a start to turning this New York franchise around and becoming possibly a contender. And that was the mobile one drive. So, nachdem der Ball im Aus war, wir wieder am Ball und von New York kommt gerade nicht viel. Curry against Brunson. Curry. Perfekt. Curry with it. So, Clay. Schön, aber nein. Und jetzt die Chance für New York. Der geht. So, wir haben den Transition Take Foul gemacht. Der ging auch rein von Rose. Here's Rose.
Und jetzt müssen wir defensiv gut stehen, den Ball wieder gewinnen und dann jetzt endlich mal Punkte machen. Und Rose trifft nicht. Und das ist der Gegenangriff, den wir brauchen. Über Iguodala. Und da ist Wiggins komplett frei. Und wir haben nicht mal irgendwie, sag's mal, 10 Leute oder sowas spielen. Das sind halt wirklich die Top-Leute und es passiert hier gar nichts in diesem Spiel. Oh Mann. His consistency just hasn't been there this quarter in terms of his shooting. Here's Harden's shot, and he takes the fantastic lead pass up to Rose. Also wir gehen nicht mal mit. Ah doch, schön Pool. So, jetzt wieder der Angriff. Von uns über Pool. Schön. Ah, also 23-14 nach dem ersten Viertel. Schwierig, schwierig, das erste Viertel. Changes here in the second. And a moment here to take a look at the scoring breakdown for the Warriors. So, jetzt startet das zweite Viertel. Und wir sind mit Curry wieder auf dem Platz und fangen direkt super an. Aber jetzt muss auch mal Antworten kommen von den Knicks. Shoot from 12. Und die kommen aber nicht. So, nachdem die Knicks mal wieder einen Ball ja, verworfen haben. Und wir jetzt mit DiVincenzo. So, das war das dritte Transition Take Foul, warum die Knicks jetzt hier vorne sind. Aber sehr stark von DiVincenzo. Und schön. Also in dem Spiel habe ich es. Also ich habe jetzt das vierte Transition Take Foul bekommen. Drei davon waren drinne. Also jetzt gerade ist es echt peinlich. So. 15 Punkte Vorsprung für uns. Und schön. Jetzt der Gegenangriff über Curry, aber abgewehrt. Play, sehr schön. So. Jetzt gerade läuft es wirklich sehr gut für uns. Und DiVincenzo, schön. So, Timeout von den Knicks. Es steht 43-20 und jetzt bewegt sich in eine sehr, sehr einseitige Richtung. Nevermind. Also bisher könnte man denken, bei dem Spielstand hier, ich würde das erste Spiel immer auf einfach spielen. Aber dem ist nicht so schön. Ah, ein schöner Angriff. So. Cool. Sehr schön. So.
Die Knicks 50, 31. Now Rose. There's a screen by Toppin. Und Rose trifft nicht. Und das sind die letzten Sekunden. Schön, Curry. Zwei Punkte noch. 52, 31 zur Halbzeit. Howdy, folks. Time for halftime fun. Woohoo! Before we check out the action at hand, first order of business, the power rankings. Well, I think for the Warriors, they've been hot out of the gate. Winning is one thing, but they've made it look easy. While other teams are still figuring things out, they're locked in. Taking some time now to look at our matchup. Well, everything is going right for the Warriors. They're raining threes. I'm telling you, and the defense forgot to check the weather report. Somebody get them an umbrella and a poncho. The only thing they're getting is an earful from the coach. Thanks for joining us. Time to head back over to the third quarter with Brian Anderson. Two quarters are any different from the first two. So far, it's been a runaway. And you know, Klay Thompson has been really making it happen, guys. Through the first two quarters, he's been on fire. Explosive offensive performance. If they don't change their approach in the second half, let's just say his success will continue. And after a very lopsided first half, we'll see if things play out los geht's evenly in the second. Mit dem dritten Quarter. Curry and Klay, the guards, with Draymond up front. Curry. Andrew Wiggins is out. Ah, kein guter Start. So that's the group out there for Golden State. Das wundert mich, dass der nicht reingegangen ist. Takes a 13-footer. Und die Knicks. Ja, so sehen die Angriffe übrigens größtenteils von denen aus. Da kommt nicht wirklich viel. Und Wiggins Wurfout. Diesem Game. Also im dritten. No good on the free throw. It was good to see Andrew Wiggins make his first All-Star team. Sieht anscheinend bisher nicht so aus, dass das die ersten Punkte werden. Nee. Oh Gott, mal gucken, wann die ersten hier fallen im dritten. Richard, he was picked as a starter. And that's saying something for him. Wieder nicht. Isn't always the focal point of his team's offense. Wiggins doesn't need to be the main guy. He wants to be the glue that holds the team together. Now here's Thompson. Curry. Nee. It's all in by Robinson. Also jetzt gerade wird's. Also ihr seht jetzt mal, wie es so läuft. Da sind sie. Oh, Wiggins. Here's Thompson. Play schön. So, wir kommen mit Pool. Sehr schön. So, Offensivfoul von Randall. Der hat einfach Pool komplett umgerannt. Ja, was soll ich sagen? Also das Spiel habe ich mir irgendwie ein bisschen spannender vorgestellt. Das ist nix gerade. Schön, Di Vincenzo. Und bei dem Freiwurf habe ich direkt, ich sag's mal, ja, wie sagt man so schön, die Kammerschelle kassiert. Der zweite ging dann rein. Aber der geht von Pool. So, also jetzt wird's irgendwann unangenehm, was die da nicht machen an Punkten. Sehr schöner Angriff. Wiggins has got 4 points this quarter. And Richard, the weight that Draymond carries for this team can't be forgotten. The impact he has on the defense alone is remarkable. But then you factor in the offensive ability, bringing the ball up the floor. There is no doubt he is the endlich vocal mal leader and board with his first triple of the game. Green with a screen on Rose. DiVincenzo, pass to Kuminga. Das ist einfach. Das ist zu einfach. So, wir kommen über Pool, die letzten Sekunden.
des Dritten. Barrett against Poole. Shot clock at 6. 5, 4, 3. The 3 is up. No ah. On the shot. Und nee. 75, 43 nach Ende des dritten Viertels und es ist wirklich eine Krepelpartie. Ja, mal gucken, was das letzte Quarter wenigstens noch bringt. And we take a listen in now to Tom Thibodeau on a recent huddle. Make sure we're talking on defense. Make sure we're talking. Everyone get down. We got to be more active. We got to make some hustle plays. Trace the ball, read the ball, move on the fly to the ball. Everybody talk. We need some hustle plays. Now wanting his guys to be more aggressive, Coach Thibodeau. Und jetzt geht's los. Das letzte Viertel, die letzten 8 Minuten in diesem Spiel und ja, wir haben hier keinen Starter mehr drauf, also das ist nur noch nach Hause laufen. And the Phoenix Suns. Then on Monday, they're off to Oklahoma City to face off with the Thunder. So, jetzt die nächste wieder im Angriff. That's a game where you'd be surprised to see them lose. They'd have to have a really off night. Der ist schön. Just flawless day. And now the Knicks on the break. Here's Sims. Nice pass, nice catch, and a resounding dunk. Woo! His energy. The NBA Finals, battling against the Lakers as the best player on the team. Dominated the Eastern Conference, beat LeBron James. And we've seen how hard that is to do in the Eastern Conference. So, to me, he is one of the top 75 players of all time. And the Warriors making a switch here. Poole's checked in. Und ihr habt es gerade gesehen. Ich habe einen Timeout genommen, habe Poole reingebracht. Und da haben sie gezeigt, Donte DiVincenzo heute Spieler des Spiels. So, Poole. Oh, Mann. Das gibt's nicht. With the jam. And there's not a ton of 5 out of 10 shots to drop here in the final quarter. Reddish. And the Knicks have now a run. Very quick possession right there. Their ball movement on this run. Point lead. So. Da wir ganz schön viel von unserer Führung einbüßen mussten, habe ich jetzt erstmal unsere Starting Fives wieder raufgebracht. Weil das war ja wirklich nicht mehr schön anzusehen. The basket's good. Off the assist now. So, 80-61. Und Curry, perfekt. So, seitdem wir jetzt die ersten zwei Angriffe mal wieder etwas erfolgreicher, nachdem wir unsere Starter wieder drauf haben. So. This is when good players really get after it. He can sense that they're reeling and he's gonna put his foot on. Also, ich bin halt ganz ehrlich zu euch, ich weiß nicht mal, wie ich diese Partie hier zusammenschneiden soll. Curry's shot is off. The defense just giving him the easy look. Angriff New York. Safe to say they have dominated. Und der ist nicht gut. Nee. So, jetzt bringen wir mal kurz Ruhe rein und ich will mal meinen Satz zu Ende bringen. Also, ich weiß echt nicht, wie ich das Spiel hier zusammenschneiden soll. Das ist eigentlich eine reine Katastrophe, dieses Game. And this is a nice victory for them. It's win number 14. Und Draymond, sure. So taking the first meeting is for him. Maybe something in motion to make it harder. Das sind jetzt mit die letzten Sekunden in dieser Partie. Curry with it. Wiggins outside. Clock at 6. War Wiggins den Ball.
Pass to Thompson. Over Play. Here's Looney. Looney. Ah. Goaltending. Gibt sogar doch noch Punkte. Also wird 92 zu 69 ausgehen, das Spiel. Ja. Es war eine ganz komische Partie. Also sind wir da mal ehrlich. Sehr komisch. Aber Sieg ist Sieg und wir nehmen ihn. Just a tremendous team effort. Once they had that big lead, they were not going to let the visitors back into the game. All right, now let's check in with Ali LaForce. Ali, what do you have? Gonna do it for now. This is Brian Anderson saying thank you for watching. So long, everyone. So, dann gehen wir mal auf den Spielbericht und sehen, ja, ganz komische Partie. Aber was mich freut, 19 Punkte, 14 Punkte, 14, 14 und 12. Das freut mich echt, aber ja, das im Gegenzug. Also, der Beste war Reddish, der 4 von 4 Würfen gemacht hat. Sims 3 von 3, dann kommt Hartenstein mit 3 von 6, 0 von 0, 3 von 7. Also, das war 4 von 11. Das ist, also, das ist nix. So. War ein komisches Spiel, aber, naja, wir gehen erstmal zurück ins Hauptmenü. Dann sind wir zurück im Hauptmenü. Und ich würde sagen, wir simulieren die nächsten Partien erstmal. Einmal gegen die Houston Rockets jetzt. Gehen wir auf Spiel simulieren. Ja, und das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und das ist ein 131 zu 121. Und der beste Mann auf dem Feld, Klay Thompson mit 35 Punkten, Poole 26 und 20 von Curry. Kein schlechtes Spiel. Definitiv kein schlechtes Spiel. Dann gegen die Pelicans, das könnte jetzt härter ausgehen. Das Spiel, und da will ich auch ein bisschen wechseln, damit die Zeiten stimmen, damit wir alle richtig einstellen können. Das könnte eine Niederlage geben gegen die Pelicans. Sehr enges Spiel auf jeden Fall. Und ja, 123 zu 124. Ah, da haben die 32 Punkte von Poole nichts gebracht. 29 von Curry, 21 von Klay. Nee, das hat nichts gebracht. Aber ich sehe auch bei den Vergleichen um, ja, Zion 25 Punkte, Ingram 22. Schade, das ist eine Niederlage. Ich hoffe, gegen die Clippers sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und dass wir uns da einen Sieg holen können. Einmal simulieren. Das sieht doch, ja, das sieht deutlich nach einem Sieg für uns aus. 121 zu 97. Und Jordan Poole mit 27 Punkten, 20 von Wiggins, 19 Klay, 17 Curry. Das war dann doch schon mal ein bisschen angenehmer für uns. Und wir gehen noch den Tag vor. Bis zum 24. passen die Formationen an und dann geht es gegen Utah Jazz ran. Also, das kann ein schönes Spiel werden. Ein sehr schönes Spiel. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Tipp auf. Fans, thanks for joining us for this Friday night edition of the NBA on 2K Sports. Tonight, it'll be the Utah Jazz going up against the Golden State Warriors here in Chase Center. This is Kevin Harlan courtside with Greg Anthony and Brent Barrett. David Aldridge will join us momentarily from the sidelines. DA, it's all yours. Well, thanks very much, guys. Of course, the NBA has had some legendary trash talkers. But Damian Lillard says it's not really a verbal assault like it used to be. In this era, it's more gestures. From the watch your head to the too small or rock the baby to Trae Young's theatrical bows, players have their ways of sending a message. Kevin? And the message usually received, DA. Thank you.
I've always wondered this, Brent. For the players, do they approach these early season games any differently than a game in, say, April? Yeah, for sure, Kevin. I think you're still not in tip-top shape. You're still trying to figure out any additions to the roster that have been made in the offseason. And you're trying to find your own personal rhythm as to how this season is going to get started. So the approach for sure early on in the season is different than when you get to springtime. And checking out Utah's opening lineup. Up front, it's Vanderbilt at the four and Kessler at the five. Beasley is out there with Conley. Und damit geht es los jetzt gegen Utah Jazz. Nachdem wir gegen die Knicks mehr als deutlich gewonnen haben, wollen wir das natürlich gegen Utah auch versuchen. Aber heute komplett ohne Draymond Green. Denn den guten Draymond haben wir zu Hause gelassen. Auch wenn wir zu Hause sind, hört sich falsch an zu sagen, den haben wir zu Hause gelassen. Ich hoffe, die Leute wissen, was wir meinen. Schön. And play some solid offense. Now here's Conley, and he can be counted on to put some points on the board every night. He's averaging right around 13.5 points a game. Nein. Oh Gott. The silky smooth. No, GA, something you notice about this Curry. They love to shoot the three. Statistics tell you that, and they tell you that. And Kevin, not only do they love it, they do. Schön von Clay. So, jetzt kommen wir mit Curry. Conley against Curry. Over Conley. Curry. Schön. Arkin in with it. And Curry picks him up defensively. And good that time. Getting it right back up to the rim. So, wir kommen natürlich über Curry jetzt wieder. Und sehr schön. Jetzt der Angriff von Utah. Oh Gott, da falsche Taste und ja. Oh. So, die letzten Sekunden. Over in the corner, Poole takes the cool. Yes! Damit 26 zu 22 nach Ende des ersten Viertels. Puh! So, jetzt geht das zweite Viertel los. Wir starten direkt mit Curry. Perfekt! Oh, wir kommen über Curry. Clay, sehr schön. Da haben wir den Gegenangriff von Utah. Über Sexton. Oh, da ist Markkanen komplett frei. Ja, und der macht ihn. Ne, Kessler. So, 35 zu 30. Gerade. Und Curry verkürzt. Horton Tucker jetzt mit dem Angriff für Utah. Über Kessler. So, Clay, nee. Oh Gott, nein! Das ist so einfach für Utah. Angriff Utah. Jetzt seit ein paar Sekunden wieder nichts passiert. Und den gewinnt Wiggins. Das gibt die Chance auf einen Gegenangriff über Clay. Wiggins. Yes! So, 39, 38.
dass Wiggins komplett frei. So, jetzt wird der Angriff über Iguodala mal eingeleitet. Und da lässt er ihn super stehen, aber nein. Keine Punkte. Das bringt Markkanen aufs Feld. Der legt ihn raus. Conley macht ihn aber nicht. Das gibt uns die Chance für den Gegenangriff. Über Di Vincenzo. Iguodala, sehr schöner Angriff. Und jetzt kommt Conley. Das wird nix. Und wir haben die letzten Sekunden laufen. Gehen da über Pool. Nee. Das wird nix. 48-41 zur Halbzeit und das ist ein geiles Game. Thank you for joining us as with two quarters in the book, looking good for Golden State. You know what's interesting about their perimeter game? No, tell me. Well, the defense has adjusted, but those shooters, they only need a little bit of room to operate. And hard to stop them once they get into their rhythm. Now let's take a moment and see what games still lie ahead. Out in LA, it'll be the Clippers against the Nuggets. Tip-off is 10:30 Eastern Time, 7:30 Pacific. That one's going to be pretty close, I think. And that's a halftime wrap. Let's get back to the second half with the call by Kevin Harlan and the crew. Exactly what he wanted to do out there. Everyone he guarded looked uncomfortable. So, und jetzt geht das dritte Viertel los. Über Curry. Oh Gott. Das war peinlich. Well, if Steph Curry works as hard at golf when he has the time as he did in shooting the basketball, I don't know. He's no slouch on the golf course. And that rejection had some also, ja. Huge, huge play. And guys, das war sehr peinlich gerade. Wir beginnen und da lassen wir es zu einfach aussehen. Klay Thompson. Wiggins. Der macht gerade ein gutes Spiel, Wiggins. Muss man auch mal sagen. Klay, nein. Angriff Markkanen. Oh, und das ist, ja, das war sehr einfach für ihn. So, 45-55. Oh. And that's a huge play. I mean, they need more like it because second chance point. So, nach dem Timeout von uns sind wir wieder im Angriff. Über Curry. Der geht nicht, aber Klay macht ihn. So, jetzt bauen wir den Angriff mal über Curry, über Klay auf. Gonna be a way to get out of this hole. Don't think he'll be the one to do it. Hit by Kuminga. Puts it up. Here's Curry. Vanderbilt with the block. And they get it back. There's Kuminga. Kuminga, oh, schön. Curry's got his fourth assist with that last one here tonight. He can be a forgotten man in their offense sometimes, but the D still has to keep an eye on him. So, 16. Vanderbilt, a screen on Thompson. Here's Sexton. That's tipped. Sehr schön. Gewonnen, Curry.
Greasy. 16 points for him. And look at how the hustle game has been going for the Warriors. They made a point to protect the rim. A difference maker in the result. Curry. Struggling tonight. They need to find some other options out there to keep themselves in the game. Baldwin Jr. Jetzt der Gegenangriff über Horton Tucker. Beasley. Oh. Beasley's got 5 points and 5 rebounds tonight. On the game. Boah, das war zu einfach für Utah. Gay's got right at the rim and he just can't get it to go. Even with the defense not really a factor. Count it. The adjustments they've made. Jetzt haben wir nochmal die Chance. Was the ability to shoot it and still explosive. Über DiVincenzo. Over in the corner, Poole. Cool. Und der sitzt wenigstens noch. 68-60 nach Ende des dritten Viertels, aber die zweite Garde, ja, dann kriegen wir immer ein bisschen mit auf die Klappe. Right now to show you our State Farm assist of the game. And he sliced the D wide open with this speed. They had no chance to prevent that basket. That's what great passing will do for you right there, dissecting the defense with that play. Fourth quarter of action. Und jetzt startet das letzte Quarter. Das letzte Viertel, wie man es auch nehmen will, über Conley. Und ja, der ist drin mit Wurf. Und das könnte sehr einfach werden für Castle. Nein, der ist nicht drin, Kessler. Meine ich natürlich. Curry, Poole. Yes! So, Conley. Ach, und da ich lasse es halt zu einfach zu. Viel zu einfach. Colin Sexton. Olynyk. Und ja. Cool, let's go. So, Timeout von Utah. Und das beim Stand von 79-70. Dieses Spiel, ja. Also in letzter Zeit haben wir keine guten Wurfquoten. Haben jetzt Glück, dass der nicht geht. Also irgendwie passt das gerade aktuell nicht bei uns. Cool, yes. Und unten hat man es vielleicht noch mal ganz kurz gesehen. 48% unserer Würfe gehen gerade mal rein in der zweiten Halbzeit. Na. So, Curry. Schön stehen gelassen, aber da kommen wir nicht rein. Play. Yes. Da können wir den Angriff über Curry setzen. Wiggins. Yes, boy. So, der Angriff über Wiggins. Play. Nein. Aber Wiggins ist da. So. 2:25 auf die Uhr. 89-76. Nein, und ich drück zu früh Block. Nein, oh Gott. So, 89-80. Nach diesem dummen Fehler, Curry jetzt. Aber da ist kein Durchkommen. Curry, let's go!
Conley. Kind of like he's in his living room right now. He's found the comfort zone. Once he gets that, the defense knows they're in trouble. Markkanen. Kessler. Oh. Such a big part of what he does for this team. The opportunities. Well, Curry. Kuminga. Kuminga dishes to Curry. Curry. There's the three. Let's go. So, 1 Minute 21, Offensivfoul 95-82, Curry, Play. Und sehr schöner Angriff von Play. Jetzt muss Utah scoren, sonst wird es echt schwer noch. Und das machen sie. Exactly, Kevin. They were lethal from deep. So, looking at the season total, this will be their 17th win. Angriff über Riggins. Da ist Clay. So, die letzten Sekunden laufen runter. Curry. DiVincenzo. Leider die 3-Sekunden-Überschreitung. Ah, das lasse ich jetzt drin. Es sind jetzt noch 14,9 Sekunden und das wird ein 100-85 gegen Utah. Gehen wir mal ein bisschen ran. Vielleicht macht er noch was. Nee. Das war's. 100-85 der Sieg gegen Utah Jazz. Brr. Zu knapp, sag ich jetzt. Aber naja. Okay, Steph Curry. Fand ich heute definitiv überhaupt nicht. Also ich fand Riggins und Clay stärker. So aus persönlicher Sicht. Gucken wir mal gleich auf die Stats. Was die sagen. Ja, Clay 27 Punkte, Curry 25, Riggins 19, 13 Pool, 8 DiVincenzo. Aber ja, die Assists könnten es vielleicht sein, die ihn rausretten. Curry 7 von 11, 4 von 8. Naja. Also wie gesagt, ich fand Riggins oder Clay doch ein bisschen stärker, aber naja, gehen wir noch mal kurz zurück zum Hauptmenü. Dann stelle ich euch die nächsten 5 Partien für die nächste Folge vor. Und zwar haben wir da einmal die Timberwolves, die Dallas Mavericks, die Chicago Bulls, die Houston Rockets oder die Indiana Pacers. Damit ist es ein bisschen einfacher. 10-8. Hier stehen sie 8-10. 10-9 und 9-10 und die Timberwolves stehen 12-7. Wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare oder ich bespreche mich mit Frederik, welches Spiel wir machen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von NBA 2K23. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben dalassen. Würde mich sehr freuen. Und dann einen schönen Tag noch.